Bei den Dreharbeiten der Doku zum Mönchswalder Berg kam ich an den Punkt, wo die Aufgänge zum Berg gezeigt werden. Dabei spielen die Bahnhöfe eine entscheidende Rolle. Selbst für die Entscheidung des Zuschlages für einen Bau von Gasthof und Turm auf den Gipfel eines der Oberlausitzer Berge war abhängig von der Lage der Bahnstationen. Was ich dem Betrachter und mir nach dem Studium der 150-jährigen Geschichte des Mönchswaldes in der Gegenwart beim Anblick der einst so stolzen Bahnhöfe zeigte, ist kaum in Worte zu fassen. Und eine Mischung aus Ohnmacht, Zorn, schockierender Realität, Ignoranz und fehlender Respekt der Leistung ganzer Generationen. Ein wichtiger Teil meines Beitrages über den Mönchswalder Berg wird damit ad absurdum geführt. Lasst uns über die Dinge, die Zeiten und vor allem über den Menschen nachdenken.